So, Ringe an der Bar. Ein Klassiker. Was, ihr habt gerade gehört, du hast beschlossen, dass du mit dem Pokern aufhörst? Ja, gut, das geht. Zwischen die beiden Damen haben das gesagt. Es gibt immer wieder Geschichten, ja, aber... Nee, noch nicht. Nicht. Du bist heute angekommen? Ja. Ja. Skifahren? Nein, ich stehe nicht auf kaltes Zeug. Nein? Cash Game? Heute nicht. Heute konzentriere ich mich auf die Vorbereitung für morgen. Sprich, Essen, gutes Glas Wein und... Einige Leute kennen dich ja von diversen Player-Partys. Glaubst du wirklich, dass er für einen Glas bleiben wird? Was willst du da ansprechen? Immer diese Vorurteile. Ja, nee, vielleicht gibt es zweites, aber es muss reichen. Was hast du denn vorgenommen für die EPT? Ja, natürlich zu gewinnen, logisch. Was man immer sich vornimmt. Und wie groß stehen die Chancen? Warte mal, sind 1, schätzungsweise 430 Leute, dann im schlechtesten Fall 1 zu 430. Siehst du dich als einer der Stärkeren im Feld? Ich weiß noch nicht, wer mitspielt, aber ich habe doch schon einige Top-Spieler gesehen, wie auch einige sehr dankbare Gegner. Also von dem her, ich werde mich überraschen lassen. Vermisst du Hermann sehr? Cash Game? Was vermisse ich sehr? Hermann Fascher? Ist er nicht hier? Nein. Kommt er nicht? Kommt auch nicht. Dann werde ich ihn vermissen. Ja. Spielst du gern gegen ihn? Er ist ein toller Typ. Er ist nicht einfach zum Spielen, aber ich mag ihn einfach. Er bringt eine gewisse Stimmung rein. Erzähl mir noch bitte, was in der Schweiz jetzt so los ist. Du, momentan recht ruhig. Also wir flüchten alle ins Ausland oder online. Wir hoffen, dass es irgendwann wieder bald losgeht, aber ich denke, so die nächsten 2-3 Jahre wird da nichts draus. Ist es für euch Profis egal, dass in der Schweiz nichts passiert? Sagen wir es mal so, ich habe eh nicht so viel in der Schweiz gespielt, dort selber ein paar Sachen organisiert. Ja, es ist schon sehr schade, weil wir würden natürlich gerne ab und zu mal was spielen und nicht immer nur nach Österreich müssen, obwohl wir das natürlich gerne machen. Aber ja, ich selber kann damit leben, aber ich finde es sehr, sehr schade für alle anderen. Die Schweiz hat ja meines Erachtens immer unheimlich starke junge Leute hervorgebracht, was sicher auch daran liegt, dass eben so eine große Poker-Community war. Wird das weniger werden oder wird es diese Talente, wie es in Ronny zum Beispiel, wird es weitergehen? Oder? Nee, die jungen Talente wie Ronny oder Stefan oder... Ich weiß es nicht, Kick und die ganzen, die kommen ja nicht vom Live-Poker her, die kommen ja vom Online-Poker her und die bestätigen ja immer wieder die Resultate live. Die kommen sicher auch in Zukunft, weil online gibt es immer noch. Live sind eher so die Gelegenheitsspieler und die wechseln halt zwangsweise irgendwo hin, wo sie spielen können, sprich in die Illegalität oder ins Online-Poker oder die Auslandsturniere, wobei die spesentechnisch sehr teuer sind. Die Szene wird sich da sicher kleiner, aber nicht schwächer. Mhm. Und du bleibst im Poker-Zirkus weitererhalten und die Gerüchte, Frauen tratschen ja, da ist auch. Ja, ich bleib definitiv noch ein bisschen erhalten. Gut, was wäre eine Players-Party ohne dich? Sehr schade. Ein großer Verlust, ich danke dir. Bitte gerne, immer wieder.